nur mal ein paar Insights zu bekommen, gerade zu der Partie heute, habe ich mich mit einem ganz besonderen Gast zusammengesetzt, den ich gestern, nachdem er bei Schalke nicht 0-4 zurückgerufen hat, eiskalt aus meiner Analyse-Ecke geworfen hat. Es geht um Tolkien und der hat uns ein paar Sachen über Kaiser, also Mad Lions Support, erzählt. Ja, moin Tolkien, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier mit mir ins exklusive Summoners Inn-Interview zu setzen. Freue mich sehr. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ich dich hier habe. Nicht, weil du morgen, oder besser gesagt heute in der Partie der LEC spielst, sondern weil du mit einem der Spieler tatsächlich sehr, sehr lange zusammengespielt hast. Und das ist der gute Kaiser, der Supporter von den Mad Lions. Und führ uns doch mal so ein bisschen ein. Du warst ja damals in seinem Rookie-Split tatsächlich mit ihm in einem Team. Ja, wirklich eine tolle Zeit. Damals fast anderthalb Jahre mit Kaiser zusammengespielt. Und es war auch so, die Entwicklung zu sehen bei ihm war einfach fantastisch. Er kam damals ins Gaming-Haus, was das erste Mal, dass er quasi von zu Hause weg war, dass er auch kochen lernen musste und vielleicht Wäsche waschen. Aber auch spielerisch hat er sich ja sehr entwickelt und es ist einfach so geil zu sehen, weil in seinem ersten Split, damals in Bern 2018, er hat so hart gegrieft, er war so boosted, hat so reingeintet und dann in Wien, wo es schon viel besser auch 2018, 2019 auf der Gamescom in Köln, war er so unglaublich gut, hat er uns wirklich in mehreren Games getragen, vor allem mit Pike, unglaublich tolle Performance und gerade diese Entwicklung menschlich und spielerisch zu sehen, ist einfach toll gewesen in dieser Zeit. Was für eine Entwicklung war denn das, gerade menschlich? Ich muss sagen, Gistik ist jemand, also mittlerweile der Kaiser, früher ist er noch Gistik, er ist jemand, unglaublich toll im Team zu haben, als Mensch, weil er hat eine sehr intensive Meinung über viele Themen und das macht ihn sehr interessant, das macht ihn sehr konstruktiv als Feedback-Partner, weil oftmals sind da manche Reviews, je nach Teammate, relativ glatt, aber er kann seine Meinung sehr, sehr gut darlegen und kann dann auch dafür sorgen, dass du vielleicht verstehst, auf welchem Standpunkt er ist und vor allem ist er eine Person, die man Statistiken geliebt hat. Er war so unser Stats-Guy, der war Mobile-Lytics oder irgendwie irgendwelche League-of-Graph-Seiten und versucht, um welche Account rauszufinden oder Matchups, die für ihn funktionieren und es hat einfach sehr, sehr gut geholfen, weil er es sowohl sehr gut rüberbringen konnte, als auch spielerisch umgesetzt hat und das macht einfach Spaß, wenn du jemanden hast, mit dem die Diskussion sehr, sehr konstruktiv und positiv ausläuft und du genau weißt, er hat Vertrauen in dich, er weiß, wovon er redet und er kann quasi das Team im Allgemeinen auch weiter mit aufbauen. Wie wertvoll sind denn solche Ausarbeiten von Statistiken oder gerade um Matchups zu finden in der Meta, die von der LEC eigentlich jede Woche gleich geschrieben wird? Das ist so die Sache. Also in den nationalen Ligen waren natürlich die Meta auch ein bisschen flexibler und das ist auch was in vielerlei Statements immer wieder davon die Rede war, dass auch die nationale Liga die Meta oftmals prägen kann, weil wir oftmals sogar am Patch vor der LEC sind. Und dann Statistiken zu beobachten, ist verdammt wichtig, einfach nur um auch Ideen zu haben. Weil oftmals kann es auch passieren, dass man so in ein Fahrtfass reinkommt und immer das Gleiche macht und dann jemanden zu haben, der nochmal einen neuen Wind reinbringt und sagt, hey, das könnte gut sein, denk doch nicht so in einer Linie und so eintönig. Das ist schon sehr, sehr wertvoll. Wir haben sehr, sehr viele Rookies, die, wenn sie in die LEC kommen, gerade im ersten halben Jahr einen riesigen Sprung machen, weil sie anfangen, LEC-Teams regelmäßig zu streamen oder ähnliches. Hast du das auch bei ihm gesehen? Meinst du, er ist noch deutlich besser geworden, seitdem er quasi die EL verlassen hat? Wann immer ich gefragt wurde, wer der beste Teammate ist, mit dem ich gespielt habe, habe ich immer Kaiser gesagt. Dann meinten Leute zu mir so, ey, aber du hast doch mit Upset gespielt in dem Team. Der ist doch seit Ewigkeiten mega gut dabei. Und immer, nein, Mann. Kaiser ist der Spieler, auch mit Rookie of the Split, der noch so viel Potenzial hat, weil es erst sein zweites LEC-Jahr ist, also jetzt anderthalb Jahre drin. Und er ist so gut, um deine Frage zu beantworten. Er hat sich um einiges verbessert. Er war davor schon verdammt guter Playmaker, ist jetzt noch ein besserer Playmaker. Er hat die Meta neu gestaltet. Wukong Senna ist sein Pick. Nee, er hat in Wukong gespielt. Er hat angefangen, diese Strategie positiv zu gestalten das Ganze und er war der beste Wukong in der Liga. Wir hatten viele Top-Lane-Wukongs, die aber schlechter waren als er und all diese Sachen sind etwas, da sieht man diesen Rookie-Spirit, aber auch die neue Energie, die eine solche Liga mitbringen kann, auch die Exposure logischerweise und ja, gerade mit Lions im letzten Jahr war da echt, echt stark dabei und ich hoffe sehr, dass sie auch heute in den Playoffs gut performen. Viele sagen oder viele Kritiker würden sagen, dieses Jahr ist Mad Lions nicht mehr so stark wie letztes Jahr. Und da zeigen sie mit dem Finger natürlich auf die Leute, die noch da geblieben sind, Humanoid, Kasi und auch Kaiser. Würdest du dem Ganzen zustimmen? Und wenn du sagst, ja, das ist so, was kann er denn absteppen, um heute gegen Rogue tatsächlich das Spiel dann besser gestalten zu können? Ich würde sagen, das stimmt in vielerlei Hinsicht. Mad Lions hat viel von ihrer Early Game Pressure verloren und die ist oftmals auf den Schultern der Botlane gewachsen. Gerade Kasi mit Kalista, aber auch Gistik, der Kaiser, der eine Menge proaktiv forcen konnte, war einfach verdammt stark und jetzt haben sie dieses Split verloren. Und gerade gegen die Botlane von Rogue mit Hanzama, der so solide ist, wird das unglaublich schwer. Da habe ich ein bisschen Sorge um sie, aber wenn sie es hinkriegen, dann wirklich über Picks, die in die Meta passt, aber aggressiv sind. Ich sehe sie auf Jinx Thresh. Ich würde auch Kalista Alistair sehr gut finden. Kai Sarell, all diese Champions, wo sie wirklich viel Playmaking-Potenzial haben. Und vor allem, er war ja auch einfach die beste Rell in der Liga, weil er sie von Anfang an gepickt hat für lange Zeit. Und wenn sie das hinkriegen, können sie vielleicht durch Botlane wieder arbeiten. Aber ja, was soll man sagen? Rogue ist Shared First Blood mit G2 gewesen. Die sind der kleine Favorit. Ich meine, das Glück ist, dass die Meta immer noch ausschließlich Playmaking-Supporter gerade ist. Ich habe gerade überlegt, was man noch anders picken könnte, aber es gibt quasi nichts, was gepickt worden ist. Das heißt, da ist er dann ein bisschen auf Comfort. Wie sieht es dann quasi in weiteren Zukunft aus? Ist er da flexibel oder ist er schon immer der kleine Playmaker gewesen? Das ist ja das Verrückte. Er ist ein Support-Main und mechanically ist er einfach unglaublich gut. Er war früher ein Talon-OTP. Er war früher ein Midlane-Main, er hat Talon, Kassadin, Zed gespielt und das ist so die Sache. Ne? Er ist auch einer der besten Wukongs gewesen, weil er halt Solo-Lane-Player
Playstyle drauf hat. Und das ist unglaublich wertvoll. Wann immer wir auch positiv über Hillisang geredet haben, konnte der teilweise auch splitpushen auf Trundle. Und wenn ein solcher Meta-Shift wieder zurückkommt, wird es auch Kaiser sehr gut tun. Und das ist wirklich wichtig im Team zu haben, wenn du halt eine solche Varianz in der Meta hast. Und wir haben am gestrigen Tage gesehen, da war sowohl Limit als auch Mickey in Teamfights unglaublich ausschlaggebend als Support. Wenn ein Kaiser das heute reproduzieren kann, diesen Impact, die auch Support in der aktuellen Meta haben können, dann ist er als Playmaking da auch einfach ja vielleicht auch die Speerspitze für Mad Lions. Und das kann wirklich etwas sein, was auch das ganze Team mitreißen kann. Ja, also ich wünsche es ihm natürlich. Ich weiß, dass du zu Hause auf jeden Fall für ihn schön bist. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit hier im Interview. Ich wünsche dir auf der Couch einen entspannten Abend zur LEC und bedanke mich, wie schon gesagt, nochmal. Sehr gerne.